Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Jurassic World Evolution. Wir haben ein ganz großes Problem. Unser T-Rex frisst unsere Leute auf. Wir müssen jetzt ganz schnell ein neues Gehege bauen. Wir haben da ein Angebot, das Sie sich unbedingt mal ansehen sollten. Muss man Herrn durchlesen. Wir müssen jetzt ganz schnell ein neues Gehege bauen, wo wir unseren T-Rex reinsetzen. Ich weiß nicht, ob die jetzt Wasser zum Trinken brauchen. Oder ob der das über... Und ich weiß nicht, ob ich die Zäune dieses Wasser bauen kann. Dann würde ich ihm da einfach so ein bisschen Wasser geben und gut ist. Ansonsten würde ich das Vieh gerne jetzt soweit immer weiter betäuben. Bis ich ein anderes Gehege gebaut habe. Lass mal gucken. Das geht. Okay. Wir bauen jetzt mal ganz schnell ein Gehege für die. Ich das hätte nicht so dicht daran bauen sollen, vielleicht. Läuft da hinten noch schön, ne? Durstig, ja, lass uns laufen. Oh, wir sterben, das Vieh. Großer Fleischfresser, ja, toll. Ich wusste es von vornherein, dass das nicht funktioniert. Dass das total in eine Büchse geht. Das wusste ich von Anfang an. Und ich wollte es auch erst nicht machen. Aber ich habe es dann doch gemacht. Und das habe ich jetzt davon. So, meine Freunde, jetzt habe ich ganz krass reden vergessen. Tut mir echt leid. So, jetzt haben wir hier irgendwo noch keinen Strom. Du bist natürlich, jetzt haben wir unheimlich viele Bäume hier in unserem Gehege. Ich weiß jetzt nicht, wie wir das wegkriegen. Wir haben noch kein Gate. Das Gate kommt hier hin. Da möchte ich aber auch noch so ein zweites davor setzen. Dann sollten wir das vielleicht doch besser hier hinten hinbauen. Weil, dass wir dann nicht die Probleme haben, dass er uns so fett ausbüchst. Setzen wir hier auch zwei hin. Hätte das ein offenes Gate auf einmal da rauskommt, ne? Wollen wir nicht. So. So, ich würde jetzt, haben wir auf jeden Fall ein Stromproblem.
Unsere Dinger produzieren nicht genug Strom. So. Jetzt möchte ich ganz gerne, dass wir den T-Rex abtransportieren. Erstmal dahin transportieren. Von den Pflanzenfressern erstmal weg. So, und hier kommt jetzt ein Gehege. Und jetzt hier Fleisch. Ach, ich muss doch diese große Halle noch bauen. Gipsgebäude. Was ist das denn das hier? Ja, jetzt geht aber mal andersrum. Transport hat begonnen. So rum, genau. Ist hier nicht hin. Muss dahin bauen. So. Jetzt brauchen wir natürlich noch die Wege. Oh. Wege. Und hier schmal. Kunstvoller breit. Oh, keine Ahnung. Billiger Gehweg. Normaler Weg schmal. Oh, normalen Weg breit. Nehmen wir den hier mal so lang. Schön, dass das jetzt nicht so ganz gerade ist hier. So. Da kommt er. Oder Dinosaurier. Warum? Weil er alleine war wahrscheinlich, ne? Ah. Müssen wir den einmal abtransportieren. Produkttransport beendet. So. Wir kommen weg. Können wir auch einmal unsere Ranger. Einmal die Ranger. Kann einmal auffüllen. Nachschubanfrage bestätigt. Genau. Und da wollen wir gerade noch ein bisschen was Neues machen hier. Davon haben wir jetzt ja keinen mehr. Aufrüsten. Und den auch nochmal. So. Haben wir ihn hier oben. Oben hat er. Greift umher. Trinkt wahrscheinlich jetzt, ne? Ein Strom. Sollen wir noch mal ein bisschen Strom erforschen? So, hier können wir nochmal ein Gebäude-Upgrade gucken. Gebäude-Upgrade, Gebäude. Besucherstrom. Das haben wir noch nicht. Strom-Upgrade. Wartungseinheit verringert die Unterhaltskosten, das ist egal. Verringert das Risiko Stromausfälle. Naja, das verringert halt nur das. Na gut. Fossilien. Gehege. Haben wir erstmal das, was wir konnten. Dann brauchen wir wohl noch ein Kraftwerk, ein weiteres. Damit wir unseren ganzen Strom auch so richtig abdecken können. Bauen wir hier noch eins neben. Hier nochmal so ein Wetterschutz. Brauchen wir auch noch. Zack, und dahin. Dann brauchen wir hier nochmal ein. Was sind wir denn bei Strom natürlich?
Ja. Aber nicht genug Geld. 500.000. Boah, was? So teuer. Ist natürlich nicht ohne, ne? Bäume, Landschaft. Aha. Können wir da nochmal so ein bisschen was wegmachen? Damit man das Vieh dann nachher auch überhaupt sieht. Vor allen Dingen hier den Zaun. Ich muss nämlich den Zaun sehen können. Kann sich der meinetwegen drin verstecken. Aber den Zaun möchte ich gerne sehen. So. So, jetzt kriegt er natürlich auch sein Essen. Aber jetzt hier. Ich habe ein Angebot erhalten, das der Wissenschaftsabteilung und auch Ihnen definitiv weiterhelfen wird. So, ich brauche jetzt 500.000. Weil wir haben nämlich kein Umspannwerk in der Nähe. Was 20.000. Wir das mal hin. Hier so. Und ich glaube, das war jetzt gerade... was ich jetzt hier gemacht habe. Jetzt habe ich irgendwie ein Problem. Das Problem ist, ich brauche einfach mehr Strom. Das muss weg. Das muss ich wieder abreißen. Ja. Jetzt habe ich irgendwann schon mal noch Kohle, um noch ein weiteres Kraftwerk zu bauen. Auch doof, das Kraftwerk jetzt genau hinzusetzen, wo wir dann nachher so die Wege anschließen. Mal gespannt, wenn das jetzt gleich fertig ist. Weil der Gute bekommt nämlich gleich Hunger. Das ist aber teuer. Wenn man das Stromproblem gelöst hat. Und fertig, ne? So. Mal neue Tierchen. Das klingt doch schon mal ganz gut. So, Besucher werden auch immer mehr. Brauche ich aber echt noch... Was ist das, der Dude hier, was zu fressen kriegt? Dieser Dino, der Edmontosaurus, wurde erstmals in einer Grabungsstätte in Kanada entdeckt. Raten Sie mal, wo genau. Dem T-Rex schmecken diese Exemplare übrigens großartig. Zack. Da. Ja, du kleines Schäfchen. Oh, jetzt hat er dich gewittert, wa? Vielleicht. Vielleicht hat er dich gewittert. Kann man hier neu kaufen. Das können wir noch besser machen. Na komm. Auf.
ist er jetzt? Den wurde jetzt gerade gefressen, wa? Glaub mal. Den hat er hier gefressen. Den hat er einfach wegschnabuliert. So, jetzt haben wir das auch. Wir müssen mich hier hinsetzen. Dann können unsere Leute sich auch den T-Rex angucken. Wir haben immer noch ein Problem, dass wir hier keinen Strom haben. Dann heißt das, dass wir hier nicht vernünftig verbunden sind. Mit der Strom. Kommen wir da an keinen Strom ran. Das ist das Problem. So, wir müssen hier mal grundlegend gerade den ganzen Strom hier wegreißen. So. Warum hat der jetzt keinen Strom? Jetzt hier doch Strom. Was würde ich sagen, dass wir hier ein Umspannwerk brauchen? Ich nehme eins hier. Dann würde ich sagen, dass wir jetzt noch eins hier brauchen. Jetzt kein Strom. Dann ist kein Strom mehr. Ich jetzt nicht. Doch voll jetzt im Strom gedöns drin. Wieso haben wir jetzt dieses Stromproblem? Ich verstehe das nicht. Wir haben doch ganz normal jetzt, oder braucht der Zaun so viel Strom? Na. Karte. Minus. Aber da und da. Was haben wir da? Die braucht Strom. Das ist schön. Auto. Gesamt benötigter Strom 12. Ich muss den hier noch irgendwie rüberkriegen. Ah. Jetzt haben wir kein Stromproblem mehr. Jetzt läuft wieder alles. Sehr schön. So, um jetzt über die Leute hier mal noch ein bisschen anzukurbeln, brauchen wir langsam auch mal ein paar Burgerbuhnen und sowas. Ein Schutzraum. Kann auch nie schaden. Damit die sich dann auch alle
sicher fühlen. Ein Bunker. Also einen Bunker gebaut. Zack. Haben wir dann schon mal einen Bunker? Hier können sie jetzt das einblicken. Nein. Sturmschutz, ja. Bürgerschirm 3 mit Strom versorgt, ja. Jetzt müsste ich die doch eigentlich auch schon hier ihr Upgrade. Vom Ausfallschutz. 40.000. Nächstes. Du bekommst auch noch den Ausfallschutz. So. Jetzt muss ich hier noch ein Fastfood-Restaurant bauen. Das ist meine Aufgabe. Souvenirladen, Fastfood-Restaurant. Das kommt dann auch hier hinten hin. Dann kriegen wir das hier noch hin. Dann können wir es auch hier hin machen. Das braucht halt nur Strom, ne? Machen wir das doch hier hin. Zack. Und hier unser Fastfood-Laden hin. So, jetzt. Ich gebe da einen Auftrag, über den Sie nachdenken sollten. Baue. Bauen, verbinden und mit Strom versorgen. Fastfood-Restaurant. Wenn es da 100.000 für gibt, kriegen wir das hin. Forschungsziel, Forschungsziel, Kleiderladen. Muss einen Kleiderladen erforschen. Kriegen wir hin? Gebäude. Turm. Kleiderladen. So, können wir auch erforschen. Kein Thema. Dann ist das gleich fertig. Erfolgreich ausbrüten kleinen Pflanzenfresser. Was haben wir jetzt hier eigentlich an Fossilen? Nichts. Ich schätze, ich habe zu gratulieren. Wir müssen die mal wieder auf eine Reise schicken. Wir können sie noch mal ein bisschen rumforschen. Es sieht ziemlich gut aus hier. Ich mag, was sie aus diesem Ort gemacht haben. Und sind schon wieder zwei tot. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Weitere Aufgabe fest. Produkttransport wird durchgeführt. Produkttransport im Gange. So, zwei weitere Dinos sind leider tot. Warum auch einmal? Hat man einfach ihre Lebensdauer erreicht. So. Und versorge ihn mit Strom. Jetzt muss ich noch einen Kleiderladen bauen. Das kriegen wir jetzt auch noch hin. Neu. 120.000 ist jetzt ja nicht so teuer. Und mit Stromversorgung kriegen wir auch hin. Zack. So, meine Freunde. Entschuldigung, dass ich diese Folge ein bisschen weniger geredet habe. Ich hab's irgendwie, bin so gefesselt von diesem Spiel, dass ich das irgendwie so ein bisschen vergesse. Tut mir leid. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder in zwei Tagen einschalten würdet bei Jurassic World Evolution. Bis dahin, haut rein. Ciao.